Franz Konrad Graf von Hötzendorf war der höchst und meistgeehrteste österreichische Soldat des Ersten Weltkriegs. Früh hat er internationales Ansehen erlangt, doch ebenso früh wurden seine militärische und politische Einstellung kritisiert. Sein Leben ein stetiges Auf und Ab, sein Vermächtnis noch immer stark umstritten. Mein Name ist Christoph Krachten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer war? Franz Konrad von Hötzendorf. Am 11. November 1852 wurde Franz Xaver Josef Konrad Graf von Hötzendorf in Penzing bei Wien geboren. Er stammte aus einer österreichischen Offiziers- und Beamtenfamilie. 1815 wurde sein Urgroßvater in den erblichen Adelsstand erhoben. Sein Vater, Franz Xaver Konrad, war ein konservativer Mann. Er nahm unter anderem an der Völkerschlacht in Leipzig teil und bekämpfte in Wien die Revolutionären in der Revolution von 1848. Als Franz geboren wurde, war sein Vater bereits pensioniert. Seine 32 Jahre jüngere Ehefrau Barbara erzog ihn streng christlich. Bereits in frühen Jahren interessierte sich Franz mehr für die Naturwissenschaften als für die Kirche. Er besuchte bis 1863 die Volksschule in Wien und trat danach in die Kadettenschule in Hainburg ein. Im Herbst 1867 ging er an die Theresianische Militärakademie. Drei Jahre später wurde er als Leutnant zum Feldjägerbataillon ausgemustert. 1874 ging Konrad an die Kriegsschule nach Wien und beendete seine Generalstabsausbildung zwei Jahre später. Als solcher machte er seine ersten militärischen Erfahrungen und nahm an der Okkupation von Bosnien-Herzegowina in den Jahren 1878 und 1879 teil, sowie an den dortigen Kämpfen. Ende Januar 1882 kam er zur 47. Infanterietruppendivision in Regusa Castel Nuova, dem heutigen Dubrovnik Novigrad. Er nahm dort am Feldzug in Süddalmatien teil. Im Oktober 1883 wurde er Stabschef der 11. Infanterietruppendivision in Lemberg. In Lemberg heiratete er 1886 auch seine Verlobte Wilma, geborene Lebeau. Mit ihr hatte Franz vier Söhne, die später alle die Offizierslaufbahn einschlugen. 1906 wurde Konrad zum Chef des Generalstabes ernannt. Franz Konrad ist innerhalb der letzten Jahre eine außerordentlich steile Karriereleiter hochgeklettert und war in vielen Bereichen hochgeachtet und respektiert. Mit der Erhebung in den Freiherrenstand wurde er 1910 zusätzlich geehrt. Doch nach dem Emporklettern kommt nicht selten der Fall. In Konrads Fall kam es zum Sturzflug. Er wurde im Dezember 1911 vom Kaiser entlassen. Grund dafür waren heftige Auseinandersetzungen mit dem Außenminister Graf Ehrenthal sowie dem Kaiser. Konrad bewarb eine starke Aufrüstungspolitik und sprach sich für Präventivkriege gegen Italien aus, um einer immer größer werdenden Gefahr rechtzeitig Einhalt zu gebieten. Er sah nicht nur in den Italienern, sondern vor allem in Russland und Rumänien eine potenzielle Gefahr im Falle eines Krieges, der es entgegenzuwirken galt. So sah er vor, die kleinen Staaten Europas zu bekämpfen, bevor diese die Gelegenheit haben würden, sich mit den Russen zu verbünden. Außenminister und Kaiser lehnten diese Pläne entschieden ab und befürworteten eine Politik des Friedens. Erst ein knappes Jahr später wurde Konrads Rat erneut verlangt und er wurde als Generalstabschef wieder eingesetzt. Doch sein Verhältnis zum Kaiser und zu Franz Ferdinand verschlechterte sich weiter. Immer wieder wiederholte Konrad seine Forderungen und alles wurde von politischen Querelen und einer Affäre zu der verheirateten Virginia Reininghaus, die später seine zweite Ehefrau sein würde, überschattet. Konrads Ansehen sank. Als Franz Konrad von Hötzendorf vom Attentat in Sarajevo erfuhr, forderte er abermals einen Krieg gegen Serbien. Zunächst wieder zurückgewiesen, kam es schließlich dazu. Als der Erste Weltkrieg im Juli ausbrach und Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt hatte, brachte Konrad zunächst die Armee im Süden in Stellung. Nachdem Russland Österreich-Ungarn den Krieg erklärt hatte, musste Konrad Teile dieser Armee nach Galizien verlegen. In der Hoffnung, dass die Deutschen im Westen siegen würden, plante Konrad im Osten die Hauptmasse des Feindes auf sich zu ziehen. Es kam jedoch zu einem erheblichen Zeitverzug. Mit massiver Unterstützung des deutschen Bündnispartners gelang es Konrad schließlich, die von den Russen eroberten Teile Galiziens zurückzuerobern. Nach erfolgreicher Abwehr des russischen Ansturms mit Hilfe der deutschen Truppen kam es zur Bildung der dritten obersten Kriegsleitung, in welcher unter anderem auf Veranlassung Franz Konrads Österreich-Ungarn mit einem speziellen Vetorecht ausgestattet wurde und daher ähnlich der Regelung auf Seiten der Entente die Kriegsleitung auf das gegenseitige Einvernehmen angewiesen war. Die oberste Kriegsleitung führte erfolgreich den Feldzug gegen Rumänien, zu dem Konrad auch durch den von ihm angeregten und rechtzeitig vorbereiteten Donauübergang
bei Sistow-Zimnicea beitrug. Auch an der Durchbruchsschlacht von Tarnów-Golice im Mai 1915 mit der Besetzung großer Teile Polens, der Niederwerfung von Serbien und Montenegro 1915 und der Abwehr Rumäniens 1916 hatte Konrad mitentscheidend beigetragen. Nun sprach sich Konrad einmal mehr für eine Annexion Serbien und Montenegros in die Monarchie aus, doch insbesondere Ungarn war dagegen. Ein Ungleichgewicht innerhalb der Monarchien würde bei Friedensverhandlungen zum Nachteil werden. Als Konrad im Februar erneut anfing und darüber hinaus mit der Forderung kam, Albanien ebenfalls zu annektieren, platzte dem Kaiser der Kragen. Ab Mai 1916 musste Konrad auch militärische Rückschläge einstecken. Die geplante Südtirol-Offensive, die zunächst gut startete, scheiterte schließlich nicht zuletzt wegen einer neuen russischen Offensive an der Ostfront. Seine Vorstellung, die schwachen Gegner am Balkan nach wie vor erst einmal vollkommen kalt zu stellen und dann in Italien genügend Kräfte für den Hauptkriegsschauplatz im Westen erhalten zu können, machte Konrad immer und immer wieder deutlich. Sein Verhältnis zur deutschen Heeresleitung, das bisher recht offen und unkompliziert war, wurde zusehends getrübt und auch in den eigenen Reihen hatte er es immer schwerer. Gleichzeitig stellte sich Konrad gegen das Streben Erich Ludendorffs, der eine Unterordnung der österreichisch-ungarischen Truppen unter die deutsche oberste Heeresleitung vorsah. Am 1. März 1917 musste Franz Konrad schließlich von seinem Posten zurücktreten. Seine Ansichten korrelierten auch mit denen des neuen Kaisers Karl I. nicht. Bis zu seiner Enthebung am 11. Februar 1917 fungierte Erzherzog Friedrich an seiner Statt. Franz Konrad übernahm 1917 noch das Kommando gegen die Italiener an der Südwestfront. Die nach ihm benannte Heeresgruppe Konrad hielt 1917 und 1918 in Tirol und Kärnten die Fronten. Nach der gescheiterten Juni-Offensive an der Piave und an der Assergio-Front wurde Franz Konrad jedoch im Juli 1918 auch als Befehlshaber dieser Truppe aus dem Amt enthoben. Vielleicht hatte der Kaiser jetzt ein schlechtes Gewissen. Er erhob Konrad jedenfalls in den Grafenstand. Darüber hinaus wurde er mit dem Posten des Obersts aller Leibgarden in Wien betraut, ein Ehrenposten, den er in den letzten Monaten seiner militärischen Karriere innehatte. Anfang Dezember 1918 trat Franz Konrad von Hötzendorf in den Ruhestand. Er begann seine Memoiren zu verfassen und starb schließlich während einer Kur am 25. August 1925 in Bad Mergentheim in Deutschland. Sein Leben war das eines Soldaten. Schon früh widmete er sich der Aufgabe der Reformierung der österreichisch-ungarischen Armee, die von ihrer Qualität so weit hinter den Armeen der Großmächte lag. Eine verbesserte Organisation und eine höhere Qualität in der Ausbildung war Konrad zu verdanken. Seine Radikalität und sein nicht zu brechender Durchsetzungswille wurden ihm allerdings zum Verhängnis. Weil er sich außerdem konsequent gegen die Bedeutung der modernen Schnellfeuerwaffen stellte und die veränderte Kriegsführung nicht hinnehmen wollte, erlitten seine Truppen schon zu Kriegsbeginn zahlreiche Verluste. Auch seine hochambitionierten Balkanpläne hätten aufgrund der fehlenden militärischen Kräfte niemals umgesetzt werden können. Konrad, ein bekennender Sozialdarwinist, vertrat die Einstellung, dass Nationen kämpfen müssen, um ihre Existenz zu sichern. Individuen zählen folglich nicht, auch nicht die kleineren Balkanstaaten. Stärke durch Expansion, das war seine Devise. Bis zum Ende übernahm er jedoch nie Verantwortung, weder für seine taktischen Fehler noch für seine politischen Äußerungen und Fehleinschätzungen. Er sei nur militärischer Fachmann gewesen, betonte er später immer wieder. Auch heute noch wird das Leben Konrad von Hötzendorffs kritisch betrachtet, in der Forschung sachlich. Konrad von Hötzendorffs Pläne waren auf dem Papier vielleicht brillant, aber in der Realität endeten sie oft im Desaster. Besonders katastrophal war die versuchte Befreiung der Festung Przemyśl. Klickt hier, um euch die Folge darüber anzusehen. Und was wir hier im Team von Konrad von Hötzendorff halten, na, das sollte inzwischen kein Geheimnis mehr sein. Aber was denkt ihr über ihn? Schreibt es uns in die Kommentare. Und für mehr Infos über den Ersten Weltkrieg und einen Blick hinter die Kulissen, folgt uns doch bei Facebook. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst uns doch ein Abo da. Bis dann. Bleibt dran.